Wir befinden uns in Lukas Kapitel 13 und ich lese wieder aus der Volksbibel. In dieser Zeit erzählten ein paar Leute Jesus, dass Pilatus einige Männer hatte töten lassen, während sie gerade dabei waren, ein Opferritual im Tempel zu machen. So hatte sich ihr Blut mit dem Blut der Tiere vermischt, die dort geopfert wurden. Sagt mal Leute, glaubt ihr jetzt, dass diese Männer ganz besonders schlimme Verbrecher waren? Dass sie mehr Mist gebaut haben als alle anderen Leute? Denkt ihr, das war der Grund für ihren schlimmen Tod? Nein, Leute, das stimmt schon mal gar nicht. Genau das Gleiche kann jedem von euch auch passieren, wenn ihr nicht mit dem Mist aufhört, den ihr täglich baut, und nicht anfangt, mit Gott ganze Sache zu machen. Könnt ihr euch an die 18 Männer erinnern, die gestorben sind, als das Hochhaus in Siloa plötzlich eingestürzt ist? Waren das vielleicht die schlimmsten Menschen in Jerusalem? Nein, Leute, ich sag's noch einmal. Wenn ihr nicht aufhört mit dem Mist und anfangt, mit Gott ganze Sache zu machen, werdet ihr genauso sterben wie die. Nachdem Jesus das erzählt hat, kommt die Geschichte vom Feigenbaum ohne Früchte und die zeige ich euch jetzt wieder als Bibelcartoon. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Er hat einen Feigenbaum gepflanzt. Jedes Jahr schaut er sich den Feigenbaum an und sieht, dass er keine Früchte trägt. Nach 3 Jahren will er den Baum fällen, weil er ihm nur im Weg rumsteht. Als er ihn gerade fällen will, kommt sein Freund Helmut vorbei. Helmut sieht den Baum und er tut ihm leid. Er bietet Hartmut an, sich noch 1 Jahr um den Baum zu kümmern. Danach kann er ihn ja immer noch fällen, wenn er bis dahin keine Feigen trägt. Jesus erzählte diese Geschichte, um zu zeigen, dass wir alle irgendwann sterben müssen und uns dann vor Gott für unsere Taten verantworten müssen. Anschließend heilt Jesus eine verkrüppelte Frau. Und diese Geschichte seht ihr als Bibelcartoon. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. In der Synagoge war auch eine Frau, die seit 18 Jahren verkrüppelt war und nicht aufrecht gehen konnte. Jesus sah sie und rief sie zu sich. Er legte seine Hände auf sie und sagte zu ihr: Sei frei von deiner Krankheit. Sofort richtete sich die Frau auf und konnte wieder ganz aufrecht gehen. Sie war Jesus dankbar und dankte auch Gott für ihre Heilung. Einigen der Leiter der Synagoge gefiel das gar nicht, weil es am Sabbat verboten war zu arbeiten. Sie beschwerten sich bei Jesus: Die Woche hat doch 6 Tage zum Arbeiten. Warum heilst du die Frau ausgerechnet an einem Sabbat? Jesus wurde wütend. Was soll das? Ihr gebt doch euren Tieren auch am Sabbat Wasser und Futter, oder? Warum soll diese Frau, die 18 Jahre unter ihrer Krankheit gelitten hat, nicht geheilt werden, nur weil heute Sabbat ist? Darauf konnten die Leiter nichts erwidern. Alle anderen waren aber begeistert darüber, was Jesus getan hatte. Danach erzählt Jesus noch die Geschichte von Senfkorn und Sauerteig, die ich euch auch wieder als Bibelcartoon zeigen will. Das ist Hartmut. Hartmut hat ein kleines Samenkorn und pflanzt es in den Boden. Nach einigen Jahren kommt er wieder an die Stelle, wo er das Samenkorn eingepflanzt hat. Jetzt ist dort ein riesiger Baum gewachsen. Am nächsten Tag will Hartmut einen Kuchen backen. Er benutzt dafür sehr viel Mehl und eine kleine Prise Backpulver. Die kleine Prise bewirkt, dass der ganze Kuchen aufgeht. Jesus benutzte oft Vergleiche wie diesen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist und wie Dinge bei Gott funktionieren. Die Bedeutung dieser Geschichten erklärte er später seinen Freunden genauer. Was danach kommt, lese ich euch jetzt wieder aus der Volksbibel vor. Jesus war auf Tour in Richtung Jerusalem. Überall machte er Zwischenstopps in den Dörfern und hielt Unterrichtsstunden in Glaubensfragen. Ein Mann wollte etwas von ihm wissen. Entschuldigen Sie, ich habe da meine Frage.
können es nur ganz wenige mit Gott schaffen? Werden nur ein paar gerettet? Jesus' Antwort war: Kämpft darum, in den Himmel zu kommen. Es ist alles andere als easy. Die Tür, wo man durch muss, ist ziemlich klein. Viele werden es versuchen und es nicht schaffen. Wenn der Hauseigentümer abends die Tür abgeschlossen hat, dann ist sie zu und dann kommt man nicht mehr rein. Egal, wie viele dann draußen stehen, die Klingel drücken und rumbetteln. Bitte, machen Sie auf. Er wird dann nur antworten können: Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Dann antwortet ihr: Aber wir haben doch zusammen gefeiert, gegessen und getrunken. Wir waren sogar bei dir im Gottesdienst und haben deine Predigt gehört. Aber seine Antwort wird sein: Verschwindet! Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Mit solchen unkorrekten Typen wie euch will ich nichts zu tun haben. Wenn ihr dann von draußen so Leute wie Isaak, Jakob und die Propheten in Gottes Land seht, werdet ihr voll gefrustet sein. Ihr werdet wütend sein und heulen. Und dann werden Menschen aus allen Ecken der Erde dort reinkommen und mit Gott eine Party feiern. Macht euch das klar. Die jetzt ganz hinten anstehen, die Letzten sind, die Unwichtigsten, die werden dann ganz groß rauskommen. Und die Leute, die jetzt ganz vorne stehen, die den dicken Macker markieren, die werden dann die hinterletzten Plätze belegen. Als nächstes erfährt Jesus, dass Leute den Plan haben, ihn umzubringen, ihn vor Gericht zu bringen oder irgendwie anders aus dem Weg zu schaffen. Aber er lässt sich davon nicht sonderlich beeindrucken. Er macht weiter seine Arbeit, er heilt weiter Kranke, er treibt weiter Dämonen aus. Danach sagt er noch etwas über Jerusalem. Er trauert um Jerusalem, weil in dieser Stadt so viele Propheten und Männer Gottes gewirkt haben und die Menschen nur selten auf das gehört haben, was sie ihnen zu sagen hatten. Er weiß auch schon jetzt, dass Jerusalem in der Zukunft zerstört werden wird und dass mit ihr auch der Tempel nicht mehr existieren wird. So endet Kapitel 13 von Lukas.